Moin, liebe Filmfreunde. Seit letzter Woche ist die Romantik-Komödie, nämlich ein Netflix-Original-Film namens Desperados, auf Netflix online. Ja, ich habe mir den jetzt mal am Wochenende angeguckt und wie der so ist, also ist nicht so pralle, aber seht ihr jetzt im Nerdcheck. Ich bin Dennis und viel Spaß bei dieser Kritik. Nach einer peinlichen E-Mail macht sich die Romantikerin Wesley mit ihrem besten Freundin auf nach Mexiko, um die Nachricht zu löschen, bevor ihr Schwarm sie liest. Ja, das kann man zu Desperados sagen. Kurz und knackig, Inhaltsangabe, so ist der Film auch meiner Meinung nach. Aber naja, da kurz zu kommen wir jetzt. Desperados, ein Netflix-Original-Film, ist jetzt ja letzte Woche gestartet, geht 1 Stunde und 46 Minuten, ist eine Romantikkomödie und hat eigentlich soweit eigentlich keinen schlechten Cast. Wir haben da zum Beispiel einmal Nazim Petrat als Rolle, als Wesley. Die kennt man zum Beispiel aus Aladdin, so kleinere Rollen und so weiter und anderen Filmen. Und natürlich Anna Kemp. Anna Kemp war ganz bekannt aus Pitch Perfect. Und dann haben wir noch Lamar Morris. Er spielt auch dort mit als Sean. Den kennt man zum Beispiel aus New Girl. Ja? Und ja, Regie führt hier LP, die eigentlich eher ein bisschen unbekannter ist. Sie ist so ein bisschen mehr in den Serienbereich tätig. Und Ellen Rapoport, oder wie sie ausgesprochen wird, ist da jetzt als Autorin am Start. Hat wohl aber auch nicht so viel gemacht, lange nicht mehr gemacht, wenn man das bei IMDb mal nachschaut. Ich habe auch ein bisschen geguckt in der Trivia bei IMDb, dass dieser Film wohl ein bisschen auf Eis lag. Ja, merkt man wohl so ein bisschen. Seit 2009 ist er wohl in Entwicklung. Und ganz ehrlich, das merkt man diesem Film an. Weil, ich fange einfach mal an, der Film ist echt nicht gut. Ne? Also, aber das Gute, was ich herausziehen kann, man kann sich manchmal unterhalten lassen, da sind teilweise viele, richtig viele Klischees drin, wo man sich denkt, ja, was will man dir für mich so sagen? Also ich muss echt mit Film, wo ich habe mir echt dadurch gekämpft. Der geht erstmal 1 Stunde und 46 Minuten, nach 10 Minuten ist eigentlich der ganze Film schon fast erzählt, meiner Meinung nach. Aber, so, was kommt jetzt Gute? Modern ist er auf jeden Fall gefilmt, das muss man sagen. Die Schauspieler machen ihre Sache nicht so gut, aber was man so sieht, sind ein bisschen diese Komödienanteile, ne? Diese Romantikkomödie. Die sind in Ordnung, die kann man, ich habe auch manchmal so ein bisschen Fremdscham, so ein bisschen sehr viel Klamauk, sag ja klischeehafte, lustige Szenen waren dabei gewesen, wo man gesagt hat, ja, das kommt ja ungefähr hin, da kann man mal drüber lachen. Da habe ich mich selber so ein bisschen erkannt. Und aber das, so die Kamera, das geht ja noch in eine Art. Trotzdem ist die Story einfach sehr dümmlich, muss man einfach sagen. Die ist sehr schlecht geschrieben. Und das zeigt auch natürlich die, so die Charaktertiefe der, zum Beispiel der Wesley. Die ist sehr anstrengend. So als Zuschauer denkt man sich irgendwie nach 10 Minuten. Ja, das ist dieses typische. Immer diese Romantikkomödien, die verlaufen immer gleich. So, man weiß ganz genau, nach 10 Minuten oder 15 Minuten, dieser Film wird so ausgehen. Ich habe gestern gestoppt, habe zu meiner Frau gesagt, das wird genauso ausgehen. Das war genauso gewesen und das macht von mir aus dann natürlich einen doofen Eindruck. Wenn man gleich nach 15 Minuten weiß, wie der Verlauf sein kann, warum guckt man sich das denn an? Ihr wisst ja, ich gucke sehr viele Filme und Serien und dann will ich natürlich das auch mal gerne weitergeben. Und diesmal war das so, ich habe diesen Film nicht vorab gesehen, ich habe den jetzt einfach danach gesehen und muss sagen, Desperados müsst ihr euch wirklich nicht angucken, weil einfach die Story nicht gut ist, das Schauspiel ist schlecht, einfach total anstrengende Szenen. Das ist einfach so eine peinliche Romantikkomödie, wo man weiß, okay, sie rennt einen Schwarm hinterher, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber es kommt anders wie im Leben, man darf sich eigentlich gar nicht so verstellen, da sind ein paar ganz gute, sagen wir mal, Metaphern drinne. Trotzdem, es ist einfach eine total klischeehafte amerikanische altglatte Komödie, die mit, weiß ich nicht, ganz schwieriges Thema und ich möchte euch eigentlich darauf vorwarnen, diesen Streifen anzugucken, weil der ist nicht gut. Ist einfach, guckt euch lieber da, sag mal, Eurovision Song Contest, A Story of Fire Saga an, den fand ich zum Beispiel nicht schlecht, da habe ich jetzt keine Kritik zu gemacht, hätte ich mal lieber machen sollen, aber dafür sind doch Kritiken auch da, euch zu sagen, okay, Desperados würde ich meine Finger von lassen und ich könnte euch den natürlich gerne angucken, könnt euch das Besseren belehren, aber oder ich haut euch da ein Bierchen nacheinander rein und guckt euch das mit eurer Frau an. Auf jeden Fall, Desperados ist keine gute Romantikkomödie, hat paar nette Ansätze, aber das ist dann total unterirdisch als Film.
Und kein Wunder, dass er schon seit 2009 in der Entwicklung ist. Das sieht man einfach. Da hat sich Netflix wirklich keinen Gefallen getan. Und daher gibt es eine 3 von 10 von mir für diesen Film. Und ja, das war es eigentlich von mir. Wenn ihr den Film geguckt habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den fandet. Und ja, ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, über ein Like und natürlich, ob ihr das doch vielleicht ein bisschen teilt. Gut, Leute, ich würde sagen, bis dann und schauen. Bam!